Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission. Was für eine Schlagzeile. Ja, ich habe die Wiederholung der Mission aktiviert. Dann wurde ich hier abgesetzt am McFarlane Peak und soll jetzt Brodys Unterschlupf auskundschaften. Das Ding ist, ich weiß nicht mehr. Also hier steht, nach dem Ursprung der Poster suchen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo und wie ich damals diese Nebenmission überhaupt getriggert habe. Ich würde davon ausgehen, dass ich mit irgendeinem Poster interagieren konnte und das dann zu dieser Nebenmission kam. Warum ich weiß, dass die Poster von einem Brody sind, weiß ich nicht. So, wo soll das Ding denn genau sein? Im östlichen Teil der Region Seal Island, das sind wir. Östlich des McFarlane Peak, da sind wir auch. Dann ist das hier, ne? Das sind wir genau davor abgesetzt worden. Gut, dann einem geschenkten Gaul schauen wir nicht ins Maul. Ja, ich wurde von... Oh, Moment. Ich fürchte, dieser Fotograf wird ernsthafte Probleme bekommen, wenn Sentinel ihn vor mir findet. Wer hätte das gedacht? Ja, was ich sagen wollte, ihr habt mich darauf hingewiesen, dass ich nicht immer geduckt rumlaufen soll, weil das nicht sehr immersiv und auch nicht sehr realistisch ist. Und ich versuche das natürlich umzusetzen. Da vorne haben wir einen Heavy, alles klar. Aber schleichen darf ich halt, oder? So. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auskundschaften mit der Drohne. So, wie schaut's denn hier aus? Wir haben da zwei Schützen. Da ein Brecher. Wolves hinter mir. Und irgendwo da hinten spaziert der Heavy rum, alles klar. So, die Frage ist, wo sind diese Wolves? Da ist der Heavy. Oh, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja gar keine KI-Kameraden. Die habe ich für mein Tutorial zum Behemoth habe ich die deaktiviert. Und jetzt... ja. Habe ich sie vergessen wieder anzumachen, aber da sind sie wieder. Die möchte ich eigentlich auch gerne mal noch neu ausrüsten, aber das kann ich irgendwann mal machen. So. Und ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Na tollen Heli. Das ist doof. Hoffen wir mal, dass er uns nicht entdeckt. Wir sind nicht hier. Feuer auf mein Kommando. Gut gemacht. Der hat seinen Helm nicht verloren, der ist einfach tot umgefallen. Na gut, mir soll's recht sein. Da vorne waren zwei. Einen sehe ich dort. Wo ist der andere? Hinter diesem Schrank würde ich vermuten. Ich schalte den mal aus. Zur Sicherheit. Die beiden würde ich gerne mit einem Simultanschuss ausschalten. Da sitzt er. Feuer auf mein Kommando. Ich krieg nicht genug Geld für sowas. 3, 2, 1, Feuer! Ach, verdammt. Natürlich sind im Gebäude auch noch welche. Wir wurden vom Feind entdeckt. Nein, wir wurden nicht entdeckt. Also glaube ich nicht. Moin. Kontakt! Wir haben Feindkontakt! Burscha! Schnappen wir uns! Mach das Arschloch!
Also geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Ich gucke mich immer noch mal um, weil da eben die Wolves waren. Zumindest haben wir sie gehört. Irgendjemand ist hier. Jetzt wird es ernst. Ich will wissen, wo die sind. Hier. Das Ding. Oh, das war's ja. Nice. Gut. Wenn's das war. Ich höre immer noch Wolves. Ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme hört, weil ich in der Aufnahme den Spielsound wieder einen Tick leiser gemacht habe. Nicht viel, aber ein bisschen. Und weil mir aufgefallen ist, dass wenn viel Action ist, dass man mich kaum noch hört. Ich bin halt auch nicht so der Lauteste. Wo sind diese Wolves? Ich setze mich jetzt in das Gebäude und kläre mal mit der Drohne auf, wo diese Wolves da sind. Das lässt mir keine Ruhe. Aktiviere Wärmebild. Was haben wir da? Ein kleines Bäumchen. Irgendwo da. Und die sind so weit weg. Da sind sie. Die sind so weit weg. Vor dem brauche ich mir echt keine Sorgen zu machen. Ja, sorry, du musst noch kurz warten, denn da oben habe ich eben noch eine Kiste erspäht. Gucken, wo die genau ist. Oh, nice. Nettes Setup in so einer heruntergekommenen Holzhütte. Hätte ich auch gern. Was haben wir hier? Das Geldcredits, glaube ich, waren es. Jo, das waren Skill-Credits. Guten Tag, sind Sie Brody? Wir haben nicht viel Zeit. Noch ein Hüter der Welt 2.0, der den letzten Funken Vernunft ersticken will? Das sehen Sie falsch, mein Freund. Ich hüte hier gar nichts. Wer Sie auch sind, irgendjemand muss dieses Chaos hier beseitigen. Was ist mit Ihnen? Ich habe Fotos von Kriegsgebieten, Präsidenten und der Fashion Week gemacht. Nichts davon kommt dem Wahnsinn hier nahe. Die haben das Paradies gepflastert und daraus eine kuratierte Hölle gemacht. Skell kennt die Wahrheit. Und ich jetzt auch. Das Ausdrucken, die Poster, unentdeckt zu bleiben, das hat mein Gehirn geschrottet. Ich kämpfe allein und bin so gut wie tot. Ganz ruhig. Mit den Fotos, die Sie gemacht haben, kann die Welt die Wahrheit erfahren. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Für mich gibt's keine Hilfe. Nehmen Sie das hier mit. Der Übergabeort ist die Hütte auf dem Bild hier. Scheiße, ich kann Sie hören. Oh. Da braucht wohl jemand etwas Unterstützung. Scheiße. Verteidigen? Oh, na toll. So, verteidigen. Warum habe ich denn keine Spritze da drin? Was ist denn hier los? Habe ich keine MK2-Spritze mehr? Ja, vielleicht sollte ich vor einer Aufnahmesession doch mal, ihr wisst schon, craften. Davon, das reicht. Die nächste Mine hier. Und er bleibt da, er geht nicht hoch. Na gut. Können wir von hier aus irgendwo... Oh, bin ich erschrocken. Heiliges bisschen. Oh Gott. Hey, hey, hey. Jo, ich würde sagen, feuerfrei. Feuerfrei. Ich habe jemanden in Sicht. Oh Gott, wie kommt ihr denn da hin? What the fuck? Verdammt, wenn man seine Umgebung nicht vor so einer Mission nicht ordentlich auskundschaftet, passiert sowas, ne? Eieiei. Okay, da hinten können sie also auch rein. Danke. Vielleicht. So, verarzten. Hey, hey, hey. Fängt ja schon gut an, diese Aufnahmesession.
Aber gut, Fury hat geregelt, so wie sich das angehört hat. Eieiei. Da sind noch Gegner. Aber ich rede jetzt mal mit dem. Schauen wir mal. Geht's Ihnen gut? Tot wäre ich vielleicht besser dran. Entschuldigen Sie die Rettung. Die erwischen mich sowieso letztendlich. Wir müssen hier verschwinden. Sie verstehen das nicht. Ich stecke zu tief drin. Die werden nicht aufgeben. Ich kann nicht einfach mitkommen. Das würde alle gefährden, dieser Ort, die ständige Flucht. Das ist alles zu viel für mich. Ich muss mich verstecken, bevor sie zurückkommen. Ich muss einfach weg hier. Jetzt! Ihre Leute erwarten Sie. Sie warten auf irgendjemanden im Camp Seal Cove. Ob ich es bin, spielt keine Rolle. Sie müssen nur den Stick bekommen. Der Rest ist egal. Die Bucht gehört zur Entry Island. Bitte, muss ich Sie anflehen? Schon gut. Passen Sie auf sich auf. Och, anflehen wäre eigentlich ganz nett gewesen. Zum Camp Seal Cove. War hier noch Kontakte, oder? Ja, kommt mal wieder zurück. Zu mir. Bewegung. Ja, ihr merkt schon. Ich kann's nicht unendlich gut faken. Ich habe vergessen, Voice Attack zu aktivieren, anzuschalten. Vor der Aufnahmesession. Deshalb funktionieren die Voice Commands nicht, aber ich versuch's trotzdem. Oh no. Oh nein! Was macht er denn? Warum ist der denn jetzt da runtergelaufen? Ich habe die andere Richtung gedrückt. Mann. Gut, so, wir müssen den Speicherstick zur Outcast-Kontaktperson bringen. Autos haben wir ja genug hier. Nehmen wir das Grüne. Läuft. Alles einsteigen. So, Camp Seal Cove ist wo? Im südlichen Teil der Region hier. Südöstlichen Seite von Entry Island. Auf jeden Fall im südlichen Teil von den Seal Islands. So, südlicher Teil gibt's ja nicht so viel. Ich habe halt immer so ein Problem mit den Inselnamen, weil ich die nie finde. Ah, hier? Entry Island? Südöstlichen Camp Seal Cove. Ernsthaft? Wir müssen jetzt von da nach da fahren, ohne GPS? Na, nee, das mache ich nicht. Haben wir hier irgendwo einen Stützpunkt mit Heliport? Das wäre ganz fein. Flugfeld hier vielleicht. Aber ich glaube, das ist so ein altes Flugfeld, ne? Boah, das ist echt hart. Wie kommen wir denn da überhaupt hin? Ich meine, wir müssen mit dem Heli oder mit dem Boot. Das ist es. Wir fahren Richtung Süden zum Marinestützpunkt. Da wird ja wohl irgendwo ein Boot stehen oder hier irgendwo, mit dem wir dann abdüsen können. Müssen wir nur noch wissen, wo Süden ist. Das sehen wir gleich. So. Ist Süden da? Nein, da ist unten. Da ist Norden. Düpp. Ab geht's. Was zur Hölle ist da gerade explodiert? Oh, Wulst. Tschüss.
Vielleicht können wir noch irgendwo... Ah gut, da wäre das Biwak gewesen. Ja, ansonsten haben wir da auch kein Biwak mehr. Na gut. Um einfach nochmal ein paar neue Spritzen und Bandagen und so zu bauen. Das wäre ganz nett gewesen. Gibt's hier ein Heli? Nee? Schade. Oh. Moin. Eieiei. Von da aus könnten wir einen Heli-Jump machen, einen Base-Jump machen. Und Fallschirm springen. So, wir sind jetzt... Oh, da gibt es sogar noch eine Kiste, die ich nicht habe. Von da oben haben wir aber auf jeden Fall eins. Und zwar einen guten Überblick. Geh hoch. Oh. Da oben ist eine Drohne. Eine Wolf-Patrouille, würde ich vermuten. Jupp. So. Dann gehen wir mal da hoch. Hoffen, dass das Ding jetzt nicht gleich aufgeht. Wir sollten mal ins Biwak. Wir laufen den ganzen Tag auf Hochtouren. Ja, ja. Den ganzen Tag. Ich nehme jetzt seit, keine Ahnung, 16 Minuten auf. Den ganzen Tag. Hier wollte ich eigentlich hin. Ein Fernglas hätte ich gern. Naja, da rendert halt nichts rein auf die Distanz. Das ist schade. Könnten aber tatsächlich Fluggerätschaften sein. Ich guck mal mit der Drohne. Ob ich da nah genug rankomme, dass da die Entities rein spawnen, gerendert werden. Gegner sehe ich schon. Da ist ein Flugzeug. Yo! Oh, das machen wir. Und ein Heli. Und ein Haufen Geschütztürme, das ist nicht so gut. Und es kommt ein Heli auf uns zu, das ist auch schlecht. Natürlich, jetzt trifft er mich noch da im Sturzflug. Gut, so. Schalldämpfer wieder drauf. Und dann ab da hinten hin. Ich hätte vielleicht gerade noch können den Dingens aufklären. Den Generator. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Aber jetzt ist zu spät. Dass wir da hinter die Mauer kommen. Yo, nice. Einmal gegen die Wand geklatscht. Total immersiv, ich weiß. Mal die Lage hier. Da haben wir eine Kiste. Den Heavy. Wo ist der Generator? Da? Nee. Das Problem ist, wobei mit dem Flugzeug müssten wir ungefähr hier abheben können. Es könnte klappen. Es könnte klappen. Aber nur, wenn wir unbemerkt in den Heli, in das Flugzeug kommen. Ist auch ruhig. Ich informiere mich gerade über die Funkausrüstung.
Kann nicht schaden, wenn sich noch wer damit auskennt. Für den Notfall. Alles klar. So, scheiß auf die Kiste. Wir wollen diese Kiste. Niemand, 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 niemand. Einsteigen, Jungs. Jungs. Oh Gott, ich fahr jetzt, ich flieg jetzt einfach los. Ah, na toll, das hat ja gut funktioniert. Ach du Scheiße. Ah, nur weil ich so halbwegs immersiv auf die Kameraden warten wollte. Mist. Ja, geil. Und wiederbelebt hat mich auch niemand. Hat sich voll gelohnt. Ah. Ärgerlich. Ich hätte sollen einfach losfliegen und die Kameraden rein teleportieren lassen, aber ich wollte halt warten, bis die eingestiegen sind. Allerdings habe ich, als ich den Plan gemacht habe, nicht daran gedacht, dass die ja ein bisschen brauchen, bis sie da sind. Bin ich denn jetzt? Okay, da drüben ist das Flugfeld. Da ist ein Loch im Zaun, das ist sehr gut. Scheint alles soweit sauber zu sein. So, wo haben wir denn hier das nächste Fluggerät? Also wir sind hier hinten. Also wer ist wieder das Flugzeug? Ich bin dann halt auch zu panisch losgefahren. Ohne vorher das Flugzeug auszurichten. War alles nicht so schlau eben. Feuer auf mein Kommando. Verstanden, wechsle Position. Kann losgehen. 3, 2, 1, Feuer. Alles sauber. Rock'n'Roll. Irgendwie schieße ich in letzter Zeit immer drüber. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gehe ich da unten rein? Nee, mache ich nicht. Wo ist denn das Flugzeug da? Nö, gar nichts Verdächtiges. Alles ganz ruhig. Alles easy, altes Haus. Take it easy, altes Haus. Nein, ihr kriegt gar nichts. Nichts gebacken und kein Besuch. Ja, einsteigen bitte. Wunderbar. Und ab geht die Post. Jawoll, ja, so wird's gemacht. So hätte das eben auch laufen können. Was sind wir denn da unten? So, ist das hier die besagte Insel? Nein, ist es nicht. Das ist die nächste. Eine kleine. Ist aber hier ein Bunker? Okay. Sehr eckige Klippen. Da unten drunter ist, glaube ich, eine Höhle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Noch eine alte Stellung. Bin ich jetzt dran vorbeigeflogen oder bin ich immer noch on track? Ich glaube, das muss da vorne dann sein, ne? Und wo genau? Ganz einfach da unten. Schauen wir mal, wo wir da landen können.
kommt dann. Das ist eine Straße. Das ist ein Kampfheli. Das sieht mir nicht nach Freundgebiet aus. Durchstarten, durchstarten. Oh, ich wollte gerade sagen, das gibt einen Crash. Ich habe für einen Moment vergessen, dass man bei Breakpoint nicht wie bei Wildlands durch die Baumwipfel fliegen kann. Bei Wildlands haben ja die Bäume so nur irgendwie an der unteren Hälfte Kollisionserkennung. War da nicht eben noch ein Apache oder so? Ich habe das an Apache oder so gesehen, oder? Oh, das ist ein Gegner. Was machen die denn da? Hat von oben aus gesehen wie ein Apache, aber es ist wohl nur ein normaler Heli. Komisch. Das war wohl das Adrenalin. Was sollen wir hier machen? Mit der Kontaktperson sprechen. Ja, toll, wo ist die? Hier wimmelt es von Gegnern. Ich gucke mal mit der Drohne, wo die Kontaktperson sein kann. Da hinten. Aha. Na gut. Also wäre Boot doch einfacher gewesen. Ohne Drohnenpilot. Und tschüss. Bin kein Fan von Drohnenpiloten. Und von Gegnern generell. Teile. Gut, waren ja gar nicht so viele Gegner. Das war ja ziemlich easy. Hallo. Sind Sie mein Kontakt? Ich habe hier was für Sie, falls Sie das meinen. Ja, es genügt mir. Schön zu hören. Was ist mit unserem Freund? Hat er überlebt? Er ist auf der Flucht. Er wird ein Versteck brauchen, bis Sentinel ihn vergessen hat. Ihn verstecken? Wir werden ihm was zu tun geben. Er hat Talent und Grips, genau was wir brauchen. Und natürlich wird wieder mal nicht auf die... ja, auf die Bedürfnisse des Einzelnen geachtet, auch nicht auf die psychische Gesundheit, sondern jeder möchte nur, ja, hat nur seinen eigenen Vorteil im Kopf. Gut, so, das war auf jeden Fall diese Nebenmission. Und ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, in der nächsten Nebenmission, welche auch immer das sein wird. Ich kann ja gerade mal schauen, was haben wir da als nächstes. Wir hatten hier, was für ein Schlagzeil, des einen Hölle hatten wir schon. Täuschung. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der Nebenmission Täuschung. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.